Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Division 1 Challenge. Wir sind am Start mit der zweiten Episode und nachdem wir letztes Mal mit den 11 Packs das Ganze versucht haben, ist es heute an der Zeit für BSG. Wir haben ein Team gebaut, beziehungsweise ich habe ein Team gebaut, was mir sehr, sehr gut gefällt und was heute im Idealfall ein Spiel in Liga 1 gewinnen soll und die Challenge dementsprechend erfüllen soll. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. 1000 Likes wären mega nice, wenn ihr das hinbekommen würdet. Ansonsten Unterstützung wirklich in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall vorbeischauen bei Instagram, bei Twitter und bei Facebook könnt ihr auch vorbeischauen und bei Randrun, wenn ihr mich richtig unterstützen wollt und Bock habt, könnt ihr auch da gerne mal vorbeischneien. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn draußen liegt Schnee, aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema, da dreht sich so ein bisschen um die Liga 1. Das Problem an der ganzen Sache muss ich nochmal kurz vom Anfang der Episode ansprechen. Momentan habe ich, beziehungsweise vor dieser Episode, habe ich noch genau 3 Spiele und muss aus diesen 3 Spielen ja noch ganze 7 Punkte holen, um in der Liga zu bleiben. Das heißt, ich darf dementsprechend auch nicht mehr verlieren. Ist ein bisschen scheiße gelaufen, allerdings kann man da nicht mehr wirklich was dran drehen und dementsprechend, wenn ich das Spiel verlieren sollte, wird es eine kleine Pause geben von diesen Challenges, weil ich mich erstmal wieder in Liga 1 hochspielen muss und weil ich so wenig Ultimate Team spiele, ist das ein bisschen, naja, kritisch. Aber egal, wir gucken uns einfach, würde ich mal sagen, das Team an, mit dem ich beschlossen habe, hier ja quasi meine Challenge zu starten, beziehungsweise meinen Weg zu gehen. Da haben wir einmal im Tor den Kollegen Tobias Sipple. Ich habe das Ganze übrigens eigentlich live aufgenommen, allerdings ist die Soundspur verloren und deswegen kommentiere ich das Ganze jetzt nach Sipple im Tor. Auf jeden Fall unser Keeper von Borussia Mönchengladbach. Innenverteidigung haben wir dann den nächsten Gladbacher und zwar ist das Martin Strandl mit 86 Defending. Sehr nicer Spieler, zwar langsam, aber dafür groß und an sich auch ein sehr chilliger Typ. Dann in der rechten Innenverteidigerposition haben wir einen türkischen Jungspieler und zwar Kaan Ayhan. Ich habe hier erstmal den falschen rausgesucht, ich suche dann aber noch den richtigen und zwar den Freistoß mit der Listen von Schalke 04 als Innenverteidiger. So gute Freistöße, immer wieder beeindruckend, immer noch relativ jung der Junge mit gerade mal 21 Jahren und von daher auf jeden Fall eine Bereicherung für dieses Team. Linker Innenverteidiger, der erste Bronzespieler in diesem BSG Squad und der spielt bei Odds BK. Das ist der Verein, der fast Borussia Dortmund aus der Euroleague-Qualifikation rausgeworfen hätte. Er ist 1,93 groß, 20 Jahre alt und hat nice Werte mit 60 Defending, 67 Physis und dazu noch 73 Tempo bei 1,93 Körpergröße, 150 Münzen ist auf jeden Fall in Ordnung. Linkes Mittelfeld, der nächste von Odds BK und der zweite Bronzespieler und vorletzte Bronzespieler für dieses Team und zwar ist das Zegnini. Das ist der Spieler von dem, Rafik Zegnini, der Spieler von dem Mats Hummels nach dem Spiel gegen Odds BK gesagt hat, was, der ist 17, das kann er überhaupt nicht wahr sein. Ist ein richtig geniales Talent, ist gerade mal 17 Jahre alt und dementsprechend kann man auf jeden Fall einiges erwarten. Wird bald 18, aber hat trotzdem jetzt schon 86 Tempo, 71 Dribbling und die 4-Star-Skills. Wir kommen zum letzten Bronzespieler in diesem Team und das ist ein Kollege, der eigentlich nicht so krass aussieht, aber krass ist. Und zwar Manuel Seidel, 63er Rating, alle Stats über 60. Und das ist das Krasse dazu, 71 Physis, der Mann kann alles und vor allem hat der geniale Freistöße. Genauso wie auch Kaan Ayhan, hat bisher ein Tor in den 2 Spielen gemacht und das natürlich per Freistoß. Nächster Silberspieler ist dann Leitgeber im zentralen Mittelfeld, der Kollege Christoph von RB Salzburg. Mittel-Mittel-Arbeitsraten und unser Silberpart neben unserem Bronze-zentralen Mittelfeldspieler sieht an sich ganz nice aus. Rechtes Mittelfeld haben wir dann den Kollegen Vierinha von VfL Wolfsburg mit seinen 4-Star-Skills und Weakfoot mit seinem guten Defending, was natürlich für den rechten Mittelfeldspieler eine Dreierkette sehr starkes Forster-Skills, Forster-Weakfoot, wie gesagt, auch sehr gut. 2 Vorlagen bisher gegeben und sehr gute Allround-Werte. Mittelstürmer ist dann ein Silberspieler, beziehungsweise 10, aber er ist Mittelstürmer bei mir erstmal noch von der Position her. Das ist Marcel Sabitzer, sehr, sehr geiler Spieler von RB Leipzig. Hat momentan leider keine Forster-Skills, aber an sich 2 Tore in 2 Spielen und eine Vorlage dazu. Nur 88 Tempo, 75 Dribbling, 71 Shooting, sieht sehr, sehr stark aus und ich kann euch sagen, der ist auch sehr, sehr stark. Erster Stürmer ist dann der Kollege Yusuf Paulsen. Das ist natürlich logisch, denn wir brauchen noch einen Stronglink für Marcel Sabitzer, denn ich denke mal, euch ganz klar, wer der rechte Stürmer sein wird. Und Paulsen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich auch überrascht. 4-Star-Skills und 4-Star-Weakfoot, hoher Arbeitsrat, 1,93 groß, 85 Tempo, 72 Dribbling und 65 Shooting, 76 Physis, aber einfach sehr stark. 2 Spiele, 4 Tore, sprechen auf jeden Fall für ihn. Und auf der rechten Seite im Sturm, dann natürlich, wie sollte es anders sein, der einzig wahre Lord Bendtner, der spielt neben seinem Landsmann da in der Sturmspitze drin. Und ich denke mal, das Team an sich sieht sehr, sehr stark aus, gerade in der Offensive sehr solide mit 3 overpowerten Spielern, mit Yusuf Paulsen, mit Vierinha und mit Sabitzer. Der Lord ist an sich natürlich auch overpowered, der Lord ist aber nicht im klassischen Sinne overpowered. Ich denke mal trotzdem, dass man auf jeden Fall machen kann. Das ist unser Team für die Division 1 BSG Challenge. Und wir gehen dann einfach mal rein ins erste Spiel, beziehungsweise ins einzige Spiel für diese Episode. Und zwar in Liga 1. Ihr seht es hier, 7 Punkte. Ich brauche 14, das heißt, ich brauche sogar, ich brauche 13. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall brauchte ich, durfte nicht verlieren. Das ist der springende Punkt. Und das ist jetzt also das Ziel hier für diese Challenge. Wir spielen gegen ein Team, was sehr stark aussieht. Das ist nämlich ein Liga BVA-Team mit Bravo, mit Laporte, mit Inigo Martinez, Oscar De Marcos, Benoit Tremolina, dann Ivan Rakitic,
Antoine Griezmann, Enzo Perez, Carlos Vela, Jackson Martinez und Yevgen Konoplyanka vorne drin. Und es ging gleich richtig gut los, und zwar mit Fehlpässen bzw. solchen Pässen hier, die kein Mensch versteht, warum sie so stark gespielt werden. Und dementsprechend mit der ersten Chance für meinen Gegner, das ist Antoine Griezmann. Der macht das da an sich gut, geht in den 16er. Der Schuss wird abgeblockt, kommt aber nochmal zu Konoplyanka und dann zum Eckball. Es ging weiter mit ganz, ganz schwachen Aktionen hier beispielsweise. Was ist das für ein Pass? Der soll doch niemals sein, sondern zum vorderen Spieler. Dementsprechend der Ballverlust, Rakitic, Longshot abgefälscht von Martinez, 1-0. Das ging gleich richtig bitter los hier für uns. Ich würde mal sagen, das ist der ja quasi suboptimalste Start, der überhaupt möglich war. Der Pass sollte natürlich niemals zu diesem Spieler, sondern zu dem, der weiter vorne stand. Und dann fälscht Martinez den noch glücklich ab, sodass er unhaltbar wird für Sippel. Also schlechter geht's wirklich nicht. Es ging auch schlecht weiter. Hier beispielsweise greift einfach keiner Mittelfeld Konoplyanka an. Keiner ist bei Perez. Da ist eine riesige Lücke in der Verteidigung. Keiner, wie die da hingekommen ist. Und Martinez nutzt es eiskalt aus zum 2-0. Doppelpack also nach 14 Minuten für den kolumbianischen Stürmer von Atletico Madrid. Richtig bitter für mich. Und ich musste jetzt natürlich irgendwie zurückkommen. Hab alles versucht. Allerdings war mein Gegner erstmal weiter vorne. Und zwar über einen Freistoß. Hat eine gute Gelegenheit natürlich, weil er auch kopfballstarke Spieler hat. Aber der Freistoß, der wird zum Boomerang. Denn er wird rausgefaustet und dann endgültig geklärt, nachdem der nochmal an die gegen Konoplyanka ging. Und zwar hier. Erstmal rausgespielt auf Segnini. Und der sieht, aha, Leitgeb schaltet den Turbo ein. Und den schickt er genau im richtigen Moment jetzt. Kurz vorm Abseits. Leitgeb spielt den Ball direkt in die Mitte weiter. Und da ist Marcel Sabitzer aus 8 Metern. Kein Problem mit viel, viel Wucht ins Tor. Anschlusstreffer nach 21 Minuten. Das heißt, wir können wieder Hoffnung schöpfen. Richtig gut gemacht von Leitgeb durch die Beine von Aymeric Laporte. Und dann der klasse Abschluss von Sabitzer. Da sieht man, was der für einen geilen Strich hat. Allerdings, ging es dann schon wieder weiter mit meinem Gegner. Wir müssen mal bitte auf Stranzl achten. Und ein Eihahn rückt raus, Stranzl geht in die Mitte, lässt die linke Seite komplett frei. Ihr habt es eventuell gesehen, wie er vom Computer gesteuert hingelaufen ist. Griezmann hat keine Probleme und macht das 3-1. Richtig, richtig bitter. Das Spiel hat mich in diesem in dieser Partie einfach vollkommen im Stich gelassen, was sowas angeht. Auch was die Pässe angeht und so weiter, habt ihr ja schon am Anfang gesehen. Das war alles andere als schön und wir sehen es hier nochmal. Obwohl, sehen wir nicht mehr leider. Stranzl ist auf jeden Fall aus der, ist seine Position zentraler Innenverteidiger, aber er zieht von rechts weg, da wo Eihahn gerade seinen Posten verloren hat. Und das macht dann das Gegentor. Den Ball muss Bravo natürlich halten, das ist gar keine Frage. Lord Bentner kann den Ball nicht im Tor unterbringen, was richtig bitter war. Aber wir versuchen es weiter nach vorne. Ball auf Yusuf Poulsen, ich war mir 100% sicher, dass er im Abseits ist. Deswegen mache ich Döneken. Er war nicht im Abseits, noch trauriger quasi. Aber noch nicht die letzte Chance, der Däne bekommt noch eine. Wieder geschickt von Marcel Sabitzer. Und er ist schnell genug, ist im 16er und macht den eiskalt rein zum 3-2 Anschlusstreffer. Gut, 39. Minute, das heißt, uns bleiben noch 50, um den Ausgleich zu machen. Schön gemacht auf jeden Fall von Poulsen, kann man nichts gegen sagen. Der Abschluss war trocken und es ging gut weiter. Freistoß von Seidel. Ich habe gesagt, der kann das. Da ist Villarinha. Kopfballtor. Bam. So einfach kann es gehen. Ausgrenzen der kleine Portugiese, von dem ich als letzten Kopfballtor erwartet hätte. Der macht hier eins. Und zwar ein richtig schönes. Und zwar zum 3-3 Ausgleichstreffer. Die Fans natürlich aus dem Häuschen hier im BC Place Stadium. Und das vollkommen zurecht. Denn der Freistoß von Seidel war perfekt getreten. Und ich habe keine Ahnung, warum Rakitic nicht hochspringt. Aber von mir aus gerne. Denn so steht es 3-3. Zweiter Halbzeit. Gegner kam wieder nach vorne. Carlos Vela mit dem Ball in die Mitte. Martinez. Ja, gut. Sippe mit einer klasse Parade. Das war ein super Reflex. Kann man nichts gegen sagen. Hat er seinen Fehler von wieder gut gemacht. Aber das Spiel weiter verarscht. Ich wollte zurück zu Sippel spielen und dann macht Berger sowas. Gott sei Dank kann er den Ball jetzt ausdrängen. Aber trotzdem, das hat so gezeigt, als ob ich da freiwillig ein Passspiel spielen würde. Ich habe natürlich nach hinten gedrückt. Kann man nichts machen. Es ging bitter weiter, denn hier kommt Perez an den Ball, spielt quer und kriegt dann den Freistoß. Bergans Grätsche gegen Martinez war okay. Davor die Grätsche war leider nicht in Ordnung. Freistoßchance für Rakitic und wieder was, was ich auf FIFA hasse. Ich stelle den Spieler auf die Linie. Er wird mehr abgewehrt, als er den Spieler wechselt und läuft von der Linie weg. Und dementsprechend ist das ein Freistoßtor, was einfach viel zu einfach gegangen ist. Denn der Ball kommt natürlich genau dahin, wo Bergan vorher stand. Und Rakitic macht sein Tor zum 4-3. Wir sehen es in der Wiederholung. Ja, Spieler wird automatisch gewechselt. Schlimm genug. Läuft wieder weg. Noch schlimmer. Und genau auf der Stelle schlägt der Ball dann ein, weil ich nicht mehr rechtzeitig hingelaufen oder hier mitten postiert habe. Bitter, bitter. Wir versuchen zurückzukommen. Yusuf Poulsen, der ist Kopfballstark, 1,93 groß, aber köpft am Tor vorbei. Es sollte nicht sein und dann kommt Kollege Schnürsche und spielt auf Zeit. Also wie bitter kann man eigentlich sein? Naja, Leitgeb erobert ihn. Wir kamen noch einmal nach vorne, es war eine Nachspielzeit. Das ist nochmal Yusuf Poulsen, legt nochmal quer auf Marcel Sabitzer im 16er. Er kann aber nicht direkt schießen, deswegen abgefälscht und vorbei am Tor. Gibt nochmal einen Eckball, vielleicht nochmal dadurch die Chance. Reingebracht nicht von Martin Stranzl, der ist Kopfballstark, der soll in der Mitte stehen. Sondern natürlich von Seidel. Haben wir gerade schon gesehen, er kann zumindest Freistöße. Und Eckbälle, kommt gut, da ist Poulsen, aber er köpft rüber und das war die letzte Aktion. Wir verlieren also, meine Freunde, dieses Spiel in Liga 1, dementsprechend steige ich glanzlos ab. Wir haben uns, denke ich mal, ganz gut präsentiert, aber das Spiel war einfach nicht meins. Ich war zu schlecht im Endeffekt, um gegen diesen Gegner zu gewinnen, beziehungsweise habe es nicht hinbekommen, gut genug zu spielen, um die Fehler zu kompensieren, die nicht nur ich, sondern auch das Spiel gemacht habe.
Ist bitter, aber wir hätten sowieso gewinnen müssen. Unentschieden sehe ich gerade, hätte nicht gereicht. Doch, hätte gereicht. Klar, 7 Punkte, logisch. Was für eine Sache. Egal. Im Endeffekt war es das von dieser Division 1 Challenge. Ich hoffe, obwohl sie nicht ja, geklappt hat, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Die nächsten beiden werden dann demnächst kommen, wenn ich wieder aufgestiegen bin. Das werden die Silber- und Bronze-Challenge sein. Und ich hoffe, die laufen besser. Vielleicht machen wir nochmal eine BSG-Challenge, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, mit BSG müsste es eigentlich locker funktionieren. Weil die Gegner eigentlich nicht so gut sind. Und in diesem Spiel, glaube ich, hätte ich auch gewinnen können, wenn das nicht alles ein bisschen zu suboptimal gelaufen wäre. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch einen wunderschönen verschneiten Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao.